Das Problem, das sich daraus dann ergibt, ist, sie brauchen einen Geldgeber. Die Banken sind es nicht, also brauchen sie Sponsoren oder sie brauchen Partner. Und das ist der nächste Punkt. Ich meine, Modeunternehmen müssen viel, viel wacher nach Partnern Ausschau halten. Nach solchen, die mit ihnen auf einer Ebene stehen, im Zweifel sogar richtige Wettbewerber, nach solchen, die in der Pipeline vor ihnen liegen, also Stoffhersteller, nach solchen, mit denen sie gemeinsame Events auf der Handelsebene machen können. Sie müssen viel, viel intensiver darüber nachdenken, dass sie mit anderen zusammen viel mehr rüberbringen, als sie es alleine können. Diejenigen, die das anpacken, denke ich, werden auch Zukunft haben. Die das nicht anpacken, sind nicht morgen weg. Man stirbt viel langsamer. Und irgendwann beschließt man dann, was anderes zu tun, sodass das also auch nicht kontrolliert werden kann. Man kann nicht sagen, der hat das nicht gemacht, jetzt ist er weg. Das wären ja viel zu geradlinige Wege. Aber Erfolg, denke ich mir, setzt sich zusammen aus der richtigen Fähigkeit, das richtige Produkt zu haben, aus der genauso wichtigen Fähigkeit, dieses vernünftig, zielgruppenorientiert, Verbraucher, Einzelhandel und so weiter zu kommunizieren und dann Stärke zu schaffen durch Partnerschaften. Das werden aus meiner Sicht die Elemente sein. Auf dem Weg zu mehr Aufmerksamkeit sind das sicher denkbare Wege. Es ist nicht so leicht herauszufinden, ob das Publikum, das ich mit einem Event erreiche, auch das ist, das ich mit der Mode erreichen möchte. Wenn es nicht das Gleiche ist, muss ich überlegen, wie denn die Transferleistung vonstatten gehen soll, damit hinterher von diesem Publikum auf das Kaufpublikum etwas übersetzt werden kann. Ich glaube, insgesamt haben wir bei Events nicht mehr sehr viele Möglichkeiten, hohe Aufmerksamkeit zu haben. Wer mit den Rolling Stones zusammengeht, bleibt immer ein kleines Stück der Rolling Stones. Er kriegt kein eigenes Profil neben denen. Wer mit der Bühne Hamburg kooperiert, der kann im Zweifel seinen Namen neben die Bühne Hamburg stellen, aber er hat auch nur ein kleines Publikum. Weil Kultur ist, also diese Art von Kultur hat bei uns keine Breitenwirkung. Also derjenige, der mit Breitenwirkung arbeitet, muss sich auf so bekannte Partner, also Rolling Stones von mir aus, Christa Burke oder irgendwas, dann ist immer nur sozusagen Teil des Vorprogramms. Sie werden aber nicht eigenständige Personen oder eigenständiges Unternehmen in diesem Gesamtevent. Von daher glaube ich nicht so sehr daran, dass man damit was bewegen kann. Beim Sportsponsoring glaube ich schon, dass man die unterschwellige Namensnennung und damit also das Erinnerungsvermögen des potenziellen Kunden irgendwie ein bisschen lenken kann. Ich traue mir nicht zu, Schätzungen darüber abzugeben, wie wirksam das ist. Und alle meine Fragen, die ich diesbezüglich gestellt habe, und das waren schon eine Menge. Also bei Unternehmen, wenn die sagen, jetzt machen sie seit 5 Jahren dies und das, wie kommt es denn? Dann die Antworten immer so, wie meine jetzt auch, schwammig. Ich glaube, wir haben zum Beispiel im Tennis ganz gute Möglichkeiten. Auch schon wegen der Besonderheit dieses Sports. Wir haben nämlich auch Ruhephasen, in denen ist die Kamera zum Beispiel auf dem Spieler, der sich auf den Aufschlag vorbereitet, und hinter ihm lesen sie dann, also Lacoste, oder sie lesen Betty Barclay, oder sie lesen Tom Taylor, oder wie die Sponsoren dann eben heißen. Und das, denke ich, das kommt schon an. Man verbindet es mit einem positiven Event, und sie verbinden mit Tennis in Deutschland zum Beispiel auch eher Personen, die Geld für Mode ausgeben. Das ist schon nicht mehr so leicht, also wenn sie mit Borussia Dortmund oder mit einem Fußballunternehmen, wenn man es so nennen möchte, zusammenarbeiten, dann haben sie eine Kundschaft, deren Verständnis für Mode mit dem, was sie also dann beim Tennis erwarten dürfen, nicht unbedingt übereinstimmt. Man muss vorsichtig sein, weil ja auch Fußballpublikum sehr, sehr differenziert ist, aber in der Menge wird es eher nicht so sein. Und dann, meine Frage war immer, können Sie wenigstens sicherstellen, dass Sie positiv gesehen werden? Und die Antwort ist immer, wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht.